Hallo liebe Zuseher von Mostviertel TV. Ich bin der Wolfgang Zellhofer, selbstständiger Physiotherapeut aus Steinerkirchen. Und ich darf euch heute herzlich in meiner Praxis willkommen heißen und euch im Rahmen der Serie Gesund bleiben ein paar Tipps und Tricks zur Bewegung vermitteln. Der erste Punkt, ganz wichtig einmal, ist, der Körper ist ein Bewegungsapparat. Das heißt, er möchte auch bewegt werden. Und schaut, wir haben ganz viele Gelenke am Körper und Strukturen, die was Bewegung brauchen, damit sie gesund bleiben, Sehnen, Bänder, Knochen. Schaut, was habt ihr für ihre Gelenke und probiert es einmal endgradig durchbewegen. Ellbogen komplett strecken, beugen oder auch von der Halswirbelsäule einmal wirklich nach rechts, nach links schauen. Meistens kommt man irgendwo einmal bei der Kreuzung beim Autofahren drauf, es spießt schon irgendwo, gell? Und darum einmal am Tag wirklich alle Gelenke, Knie, Hüfte, Wirbelsäule probieren, in alle Richtungen, was es möglich ist, durchzubewegen. Zweiter Punkt, da geht es um die Planung der Bewegung. Wo passt es? Bin ich vielleicht eher der Morgenmensch, wo ich es in der Früh einbauen kann? Bin ich eher vielleicht der, was am Abend nach der Arbeit schafft? Planen ist auch immer wichtig, zu wissen, was will ich überhaupt machen. Bin ich eher der Typ, der was alleine turnt, Übungen macht, oder bin ich eher der, der was mit Gruppen was macht oder in ein Fitnessstudio geht? Vielleicht macht es euch auch ein Trainingsbuch, wo ihr das mitschreibt, und das ist natürlich ein guter Weg, da ein bisschen den inneren Schweinehund zu überlisten. Das nächste ist Zielsetzung. Ganz wichtig, ihr müsst wissen, warum wollt ihr euch überhaupt bewegen. Ganz oft höre ich immer wieder in der Praxis, ich muss ja was machen, weil mein Knie tut weh oder dass ich nicht mehr Kreuzweh habe. Ja, aber das ist immer so negativ behaftet, ein bisschen so weg von meinem Problem. Aber wenn ich sage, ich muss was machen, dass mein Rücken nicht mehr weh tut, habe ich immer im Fokus auch dieses, der Rücken tut weh. Also am besten ist eine positive Zielsetzung hinzu irgendwo, dass man sagt, ja, ich möchte wieder auf den Berg gehen können, ich möchte wieder meinen Alltag gut bewältigen können, ich möchte vielleicht wieder in meine Hosen passen, was mir schon seit einem Jahr nicht mehr passt. Und ganz wichtig, Punkt 3, ihr müsst Spaß haben an der Bewegung. Sucht euch auch bitte irgendwas, was machen wollt. Da holt euch einfach auch diesen Spaßfaktor und auch diesen Belohnungsfaktor, weil unser Hirn ist natürlich süchtig nach dem ganzen Belohnen. Das heißt, ich kann eine Bewegung machen und dann mich zum Beispiel dafür belohnen. Also bitte Tipp 3, sucht euch was, was euch Spaß macht. Seien es Übungen, seien es verschiedene Sportarten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also da ruhig ein wenig offener werden für neue Sachen. Okay, und jetzt zum Abschluss kriegt ihr noch 3 Übungen von mir mit und die will ich euch jetzt noch zeigen. Die erste Übung, die ich euch zeigen möchte, ist die Standwaage. Die Standwaage hat gleich ein paar verschiedene Parameter drin, was gut sind für den Körper. Also wir starten gerade stehend, der Fuß und der Oberkörper, die gängen zugleich nach vorne und das Bein nach hinten oben. Wir können uns seitlich anhalten fürs Gleichgewicht oder schwerer ist natürlich, wenn wir sie nicht anhalten. Das Standbein sollte nahezu gestreckt sein, aber nicht ganz überstreckt, sondern leicht abgewinkelt, dass man wirklich einen geraden Rücken und die Spannung von Kopf bis Fuß haben. Jetzt können wir das, wenn einer nicht so fit ist, können wir das auch auf den Tisch hin projizieren, diese Übung. Und zwar rauflegen, Standbein ist wieder am Boden, Fuß ist hinten, dazu stellen wir jetzt aber, da wir das Bein abwinkeln und auf der Fußsohle, auf der Schuhsohle ist wie wenn wir ein Tablett halten würden. Dann wieder Kopf niederlegen, nicht zu sehr aufspannen, also bleibt gerade und dann probieren wir jetzt noch das Knie, das am Tisch aufliegt, leicht abzuheben, dass wirklich im Gesäßmuskel eine gute Spannung kommt. Achtung, nicht zu weit aufheben. Wir bleiben unten mit dem Oberkörper und es hebt sich nur unser Tablett ein bisschen in die Höhe. Spannung im Gesäß,
Zug im Oberschenkel. Für die zweite Übung braucht ihr zu Hause entweder ein Theraband oder vielleicht so ein Loopband. Trotzdem nehme ich jetzt mein Loopband, weil ich es habe. Und zwar, ihr schlupft jetzt mit beiden Beinen hinein. Jetzt macht es daheim das entweder bei der Couch oder ihr könnt den Rücken auf einen Gymnastikball legen, da wird es schwieriger. Ich zeige es euch jetzt bei der Liege. Ihr rutscht dann nach vorne. Die Schulterblätter liegen noch auf, Hände sind hinterm Kopf und dann ganz wichtig dieses Auseinanderspannen da. Und da hält es, dass wirklich schon die Hüften da spannen müssen. Und dann nach oben arbeiten. Also wirklich Spannung halten von den Beinen und Gesäß absenken und wieder nach oben. Halswirbelsäule auch gerade lassen. Und dann zum Beispiel eine Minute lang die Bewegung machen. Und dann wird es richtig im Schenken hinten spüren, sozusagen im Gesäß und seitlich in den Hüften. Die dritte Übung, was ich euch noch zeigen möchte, eine meiner Lieblingsübungen, ist der Türstretch, wo wir unsere kompletten Flanken, Muskeln, Faszien, alles mit aufdehnen. Wir werden das jetzt zum Türstock her projizieren. Das heißt, wenn wir unsere linke Seite aufdehnen wollen, stellen wir sie auf die linke Seite vom Türstock, holen uns an mit der rechten Hand dann. Der linke Fuß wird vorbeigeschoben, die linke Hand geht über das linke Ohr und dann lassen wir sie wie ein Segel im Wind aufspannen. Dann merkt ihr auf einmal einen Zug wirklich über die komplette Flanke, vielleicht auch im Arm oben, diese Position 30 Sekunden halten und langsam und ruhig weiteratmen. So, liebe Zuseher, das war es von meiner Seite. Jetzt seid ihr an der Reihe. Also bitte bewegt euch, habt Spaß dabei, bleibt natürlich gesund und wenn irgendwer natürlich Hilfe braucht, ich bin für euch da und es wird im Zuge von einer anderen Sendung, wird einmal irgendwo ein Gutschein auch von meiner Seite umherfliegen und vielleicht erwischen wir für euch.